Hallo liebe YouTuber, es ist Sonntagmorgen. Überraschung, ich habe auch eine Überraschung bekommen. Wir haben heute ein ganz tolles Video und ich kann euch sagen, die Pfingstrosenernte hat begonnen. Ich habe hier ein wunderschönes Paket bekommen und ich glaube, jetzt kommt erstmal dann die Intro und dann machen wir erstmal einen Ausflug dahin, wo die Pfingstrosen nämlich gezogen werden, nämlich auf den Holzeggerhof nach Unterfranken. Und ich freue mich total. Ich bin super happy, dieses Öffnen von dem Paket und diese Freude mit euch zu teilen. Und ja, also bleibt mal dran, weil es wird wieder super, super spannend. So, also dann wollen wir doch mal schauen, was wir hier Schönes bekommen haben. Und ich muss euch sagen, neben Weihnachten, nein, Ostern, Weihnachten, so neben den schönsten Jahreszeiten gehört für mich ja mit zu den, ja, zur tollen fünften Jahreszeit nicht der Karneval, ich bin Karnevalsmuffel, sondern eine wunderschöne Jahreszeit ist für mich tatsächlich die Pfingstrosenzeit. Und jeder, auch für die Hochzeiten, jeder will Pfingstrosen, jeder liebt es, jeder schwärmt total. Und ja, die Ernte der roten Blüten, die hat jetzt begonnen. Und ich habe jetzt mit der Familie Sauer in Unterfranken, wir haben gefunkt. Und sie haben auch gesagt, oh, Margit, würdest du nicht ein Video machen? Wir haben hier, das ist die Red Charm. Also ihr seht hier, die kommen hier in so einer Kiste. Und da gibt es auch hier eine ganz tolle Anleitung. So, jetzt tue ich mal die Kisten erstmal weg. Und da gibt es auch eine Anleitung. Und wenn man die jetzt hier öffnet, was ich jetzt mal tue. So.
dann sieht man also, die sind hier in Papier gepackt und das Papier und die Blätter, die schützen die Blüte zum Transport. Aber, es gibt ein ganz großes Aber, hier sind natürlich auch schon Blätter abgemacht, wie man sieht, aber es müssen auf jeden Fall ganz viel, also wenn ihr diese Pfingstrosen dann bestellt, aber ach, Quatsch, ich fange jetzt mal vorne an, ja. Ja, es gibt jetzt die Anleitung und da ist natürlich auch sehr viel geschrieben, worauf man auf jeden Fall achten sollte. Und zwar, also nehmt die Päonien aus dem Karton, kürzt sie mit einem scharfen Messer um mindestens 5 cm auf die optimale Vasenlänge. Ja, optimale Vasen, das ist immer so ein Thema. Optimale Vasen sind Vasen, wo auch richtig mal viel Wasser reingeht. Und wenn ihr jetzt die Päonien, die haben also eine wunderschöne Länge, die haben traumhaft schöne Stiele. Man sieht also auch hier, wie lang die sind. Das sind, glaube ich, 50 cm bestimmt. Und wenn ich die jetzt 5 cm kürze, dann stehen die auch schön. Optimal ist natürlich eine Vase, wo der Hals sich etwas verjüngt, dann stehen die sehr schön. Und ihr könnt hier sehen an meiner Vase, ich habe also in die Vase auch mal ordentlich Wasser reingemacht. Also nicht nur so eine Pfütze, sondern eine Päonie, das ist auch wie bei den Rosen, eine Päonie möchte gern richtig, richtig viel Wasser bekommen. Ja. Und jetzt mache ich auch mal den Gummi auf und ja, ich lese auch mal weiter. Ja, also kürzen um mindestens 5 cm. Das mache ich jetzt mal. So, und ihr könnt also hier auch sehen, es ist eine wunderschöne Blüte. Ich habe extra hier das Licht schön angemacht. Also optimal sind die Päonien ja im Reifezustand, wenn das erste Blütenblatt so anfängt, sich abzuheben. Und also mindestens 5 cm scharfes Messer nehmen, ein richtig scharfes Messer. Also nicht mit, ich sage jetzt mal, wie man es nicht macht. So, nicht machen, sondern also, wenn man jetzt hier eine Bandschere nimmt und so abschneidet. Das ist absolutes No-Go, das ist ganz fürchterlich. Sondern mit einem scharfen Messer, einem schrägen Anschnitt und dann Blätter abmachen. Ja, also mindestens mal so. Und dann ist die Päonie, wenn ich die jetzt tief ins Wasser stelle, ist die wunderbar versorgt. So. Sie schreiben sogar, entfernt die Blätter mindestens so weit, dass keines mehr ins Wasser kommt. So bekommt die Blume mehr Kraft und Stabilität. Also das ist bei den Pfingstrosen wie bei den Rosen genau gleich. Mhm. Die Vase sollte sauber sein. Mein Spruch ist immer, mach die Vase so sauber, als ob du Kaffee oder Tee draus trinken wolltest. Und dann ist die Vase perfekt, weil das ist natürlich, das sind auch Bakterien. So, sie sollte immer frisch sein und die Vase sollte an einem Ort stehen, der hell und frei von Zugluft ist. Ja. Also es kann durchaus sein, dass ein paar Blätter auch schlapp sind. Ja, die Pflanze hat jetzt natürlich auf dem Transport kein Wasser gehabt, keine Wasserversorgung. Deswegen schon viele Blätter ab. Und dass die eigentlich durch ihr eigenes Naturmaterial gepolstert werden, sprich durch ihre eigenen Blätter. Und also selbst wenn die Blätter jetzt oder wenn die ein bisschen schlapp sind, das ist kein Zeichen, kein Qualitätsmangel, sondern die werden ja ohne Wasser transportiert und die erholen sich auf jeden Fall. Aber ihr müsst natürlich einfach, ihr müsst die schon richtig behandeln und lesen. Ansonsten ist das nicht so toll. Ich schneide die jetzt mal alle fertig an. So ihr Lieben, das war jetzt also Teil 1 meiner neuen Päonien-Videos und an meinem Strahlen könnt ihr sehen, wie toll das ist und ihr könnt euch auch, ich mache euch nochmal den Link rein, also im Moment geht es mit den roten Sorten los, ich mache euch den Bestelllink rein, ihr könnt euch auch ein Päonien, ihr könnt die auch öfters bestellen und die kommen also ganz frisch per Post zu euch und mir war es einfach total wichtig, dass ihr diese ganzen Hinweise beachtet, damit ihr super lang Freude und dass ihr an diesen wunderschönen Pflanzen, an diesen wunderschönen Blüten habt.
Und Pflanzen gibt es natürlich auch im Holzeckerhof, aber von denen, das gibt es erst im Herbst. Aber im Moment, und ich muss euch nochmal zeigen, diese tollen Stiele, das ist also wirklich super, super toll, was für kräftige, wunderschöne Blüten da kommen per Post. Und ja, also klickt auf das Foto zum Bestellen und ich habe euch wie immer natürlich nochmal ein kleines extra mitgebracht. Mit dem Rabattcode MARGIT bekommt ihr 5% Rabatt bei eurer Bestellung. Und ja, das lohnt sich vor allem natürlich, wenn man dann auch ein bisschen öfter. Ja, gibt es natürlich noch dieses kleine Extra. Und also vielen Dank an die Familie Sauer vom Holzeckerhof. Das ist super toll. Und vielen Dank auch für die tollen Videos, dass ich euch die Eindrücke geben kann, wo diese super Päonien herkommen. Und jetzt gibt es noch so eine kleine Vorschau. Es gibt nämlich noch ein Pfingstrosen-Video in Kürze. Und da werde ich euch zeigen, wie ihr einen richtig schönen Pfingstrosenstrauß mit Kamille und mit Glanzmispel bindet. Und allein schon diese Kombination, wo die Päonien jetzt noch nicht offen sind, man kann sich vorstellen, es gibt einen Knaller. Aber das ist die Vorschau aufs nächste Video und es lohnt sich zu abonnieren, bleibt dran und ich wünsche euch ganz viel Freude mit euren Pfingstrosen und eurer Bestellung und sag einfach bis zum nächsten Video. Ich freue mich auf euch, ihr Lieben. Und ich freue mich total, dass diese tolle Zeit jetzt endlich startet. Also alles Liebe und alles Gute und bis ganz bald mit schönen pfingstrosigen, blumigen Grüßen. Und guck mal, kann ich euch meine Kamera halten. Ja, bis ganz bald. Alles, alles Liebe von eurer Margit. Tschüss.